Das ist die Pressekonferenz beim FC Erzgebirge Aue vor dem 31. Spieltag. Und der bringt für den FC Erzgebirge am Sonntag 13.30 Uhr das Heimspiel gegen den MSV Duisburg mit sich. Die Partie wird geleitet vom Berliner Schiedsrichter Lasse Koslowski. Und was es zum Spiel zu sagen gibt, jetzt mit unserem Cheftrainer Hannes Drews. Ja, zunächst mal ein herzliches Glück auch von meiner Seite. Ja, mit Duisburg erwartet uns eine Mannschaft. Wenn man sich die letzten Partien so anschaut, die sicherlich ein bisschen Pech auch gehabt haben von den Ergebnissen her. Also gerade wenn man sich die letzten Spiele anguckt bei Union Berlin 0-0, wo es ein Spiel war, da hätte der eine oder die andere Mannschaft auch gewinnen können. Gegen Sandhausen, wenn man sich das gesamte Spiel mal anschaut, auch Duisburg mit vielen Chancen, die sie dann nicht genutzt haben und dann mit 2-0 dieses Spiel verlieren. Also von daher erwartet uns ein Gegner, der sicherlich mit sehr, sehr viel Wut und Unmut über die letzten Ergebnisse hier auftauchen wird. Und ich habe das jetzt schon häufiger gesagt, die werden hier alles investieren, die werden sich das Hinspiel nochmal anschauen, was sicherlich von unserer Seite eines der schlechtesten Spiele war, die wir gemacht haben. Und von der Situation her werden sie sicherlich versuchen, sich da hochzuziehen. Aber sie werden hier im Erzgebirgsstadion mit sehr, sehr viel Wut im Bauch auftauchen und werden alles investieren. Und was für uns wichtig ist, das habe ich der Mannschaft auch gesagt, wir wollen gar nicht so sehr auf den Gegner schauen. Natürlich schauen wir uns an, was machen sie taktisch. Natürlich schauen wir uns an, in welchen Räumen sie agieren. Das steht außer Frage. Aber wir wollen auf uns schauen. Wir wollen unser Spiel durchziehen und wir wollen uns darauf konzentrieren, dass wir nach den 8 positiven Spielen und, sag mal, Bielefeld, wo jetzt nicht alles schlecht war und das Ergebnis aber nicht so gestimmt hat, wir wollen einfach daran anknüpfen, was wir die letzten Spiele gezeigt haben, und wir wollen auf uns schauen. Und klar wird jetzt viel geschrieben, was Duisburg für eine Negativserie hat, das interessiert uns aber nur bedingt, sondern wir wollen wirklich unsere erfolgreiche Serie, auch wenn vielleicht mit Bielefeld jetzt so ein kleiner Knick drin war, wollen wir weiterführen, und da geht es halt alles für zu investieren und zur taktischen Ausrichtung. Ich glaube, es haben die letzten Spiele einfach gezeigt, wenn wir gut stehen, wenn wir dem Gegner wenig Raum lassen, dann ist es schwer, die Räume zu bespielen, dann sind wir dort präsent, und das wollen wir natürlich auch am Sonntag gegen Duisburg zeigen. Plus, und das habe ich auch nach dem Spiel gesagt, diese 5%, die gefehlt haben, die Mentalität, die Einstellung, die Entschlossenheit in den letzten Aktionen, die wollen wir natürlich am Sonntag und werden wir auch anders, ja, nutzen oder anders uns präsentieren, was diese 5% betrifft. Ja, vielen Dank, Hannes. Wenn man noch 4 Punktspiele hat in einer Saison, dann kann man ja locker mal von der Zielgeraden sprechen. Wie sieht es auf dieser Zielgeraden und vor dem Duisburg-Spiel mit dem Personal aus? Ja, also zu den einzelnen Spielern, also Niki Adler, da sieht es jetzt ein bisschen besser aus. Der hat jetzt tatsächlich mal einen Schritt nach vorne gemacht. Was die Reha betrifft, der wird wohl nach dem Bochum-Spiel dann wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, so der letzte Stand. Beim Cebio Soku weiterhin leider diese Muskelverletzung, wo er immer noch Probleme verspürt oder ein leichtes Ziehen verspürt. Positiv, Daniel Haas ist wieder ganz normal mit dabei, der hat keine weiteren Probleme mehr. Ich glaube, soweit alle wieder an Bord, alle wieder genesen, und ja, bis auf die genannten Rappo, also Nikolai Rapp, weiter im Reha-Training, aber der hat jetzt auch schon mal Teile vom Mannschaftstraining mitgemacht, also der ist auch auf einem sehr guten Weg. Apropos sehr guter Weg, wir können auf eine sehr gute Kulisse hoffen, denn Stand Freitagmittag sind 10.500 Karten weg, also wir sind schon jetzt wieder im fünfstelligen Bereich, Hannes. Ja, auch das zeigen einfach die letzten Wochen diese unglaubliche Unterstützung hier im Erzgebirge oder auch bei Auswärtsspielen. Und wir als Mannschaft, wir hoffen uns natürlich auch am Spiel am Sonntag gegen Duisburg, dass wieder, und das zeigen ja jetzt schon die Zahlen, dass es wieder eine tolle Kulisse wird. Und diese Kulisse wird auch die Mannschaft tragen. Das haben die letzten Spiele einfach gezeigt zu Hause, dass durch die Unterstützung der Mannschaft sicherlich bei dem einen oder anderen noch mal ein paar Prozentpunkte mehr drin waren, gerade gegen Ende des Spiels, aber auch in Phasen, wo vielleicht mal die Mannschaft Unterstützung gebraucht hat, waren die Zuschauer da, und wir hoffen uns natürlich eine lautstarke Kulisse, die uns in diesem Spiel dann noch tragen wird. Und bevor wir zu den Fragen der Presse kommen, noch Personalinfos aus dem Veilchenlager. Mit Simon Handle, der ursprünglich Vertrag bis Ende Juni 2019 hatte, wurde vereinbart im beiderseitigen Einvernehmen, dass die Geschichte zum 30.06.18 endet. Aktuell ist Simon Handle noch an Viktoria Köln ausgeliehen. Und es gibt noch eine Personalie, Hannes. Ja, also wir freuen uns wirklich, und das haben auch die letzten Spiele gezeigt, dass man sich auf diese Personalie verlassen kann. Das ist der Spieler Philipp Riese, der hat den Vertrag um 2 Jahre verlängert. Das ist sicherlich auch total positiv, weil es der Spieler ist, der
wirklich diese Mentalität vorgelebt hat, die wir gebraucht haben und auf ihn absolut Verlass ist. Und wir froh sind, dass wir ihn weiter in der Mannschaft haben. Wenn man sich mal so das Jahr 2018 ankommt, er musste lange auf seine Chance warten und hat sie dann wirklich in den letzten Spielen gut genutzt. Von daher sind wir froh, dass er den Vertrag um 2 Jahre verlängert hat. Vielen Dank und damit sind wir jetzt bei den Pressefragen. Wer macht den Anfang? Das sieht nach Thomas Narentor von der Morgenpost aus. Herr Drews, Dominik Wittra hatte ja die 5. gelbe Karte mit Folgen für ihn. Wie geht er damit um und kann er vielleicht auch jetzt gegen Duisburg mit einem Einsatz im Mittelfeld rechnen? Weil Sie haben ihn ja auch im Mittelfeld eingewechselt gegen Bielefeld. Also zunächst einmal muss man sagen, dass der Dominik das total professionell aufgefasst hat. Sicherlich war er nach der Gelbsperre, als er wieder zurückgekehrt ist, schon enttäuscht, dass er nicht gespielt hat. Das darf er auch und es ist auch gut, wäre schlimm, wenn er nicht enttäuscht wäre. Aber die letzten Male hat er sehr professionell aufgenommen und wenn man schaut, wenn er reingekommen ist, wie er dann auch seinen Impuls gegeben hat, von daher kann er sich Hoffnung machen, wie jeder andere auch. Und wir müssen halt morgen schauen, was die bestmögliche Aufstellung für den Gegner ist. Die nächste Frage kommt von Kiel Riedel von der Freien Presse. Wenn man in die Statistik schaut, Sie wollen zwar nicht auf den Gegner schauen, aber dann ist Duisburg ja sowas wie ein Angstgegner vom FC Erzgebirge Aue. Wie stehen Sie zu solchen Statistiken, so dem Thema Angstgegner? Ich glaube, es gab in dieser Saison schon, wo wir gegen Angstgegner gewonnen haben. Ich glaube, in Kaiserslautern hatte Aue vorher auch noch nie gewonnen und wir haben dort 2-0 gewonnen. Das war bis zu dem Zeitpunkt auch ein Angstgegner. Und es gab sicherlich auch andere Spiele, wo wir dann verloren haben, wo vermeintlich es ein guter Gegner von uns war. Also von daher halte ich nicht so viel von diesen Statistiken. Es ist ein Spiel, was wichtig für beide Mannschaften jetzt ist am Sonntag. Beide kämpfen um Punkte, um den Klassenerhalt zu sichern. Und dieses Spiel oder die Spiele, die vorher gewesen sind, zählen einfach nicht. Es zählt jetzt am Sonntag, seine Leistung abzurufen, die bessere Tagesform da an den Tag zu legen. Kiel Riedel macht gleich weiter. Diese Woche hat Ihr Spieler Rich Munsi mit einem Schmunzelvideo für Aufsehen gesorgt. Er hat sich in Erzgebirge probiert. Humor im Abstiegskampf gehört dazu, oder? Ja, also erstmal kann er das besser schon als ich, muss ich sagen. Also da scheint er ein Talent zu haben. Am Anfang habe ich gedacht, er hat so ein bisschen auf Schweizerdeutsch probiert. Das war, glaube ich, so eine Mischung zwischen Sächsisch, Erzgebirgisch plus Schweizerdeutsch. Also Humor, ich glaube, wer Rich kennt, das ist ein humorvoller Mensch. Ich glaube, wenn das Spiel losgeht oder wie in den Trainingseinheiten, ist er total konzentriert, aber es ist so sein Naturell, ein bisschen lustig zu sein. Also von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass er den Abstiegskampf jetzt nicht annimmt oder nicht wahrnimmt. Ich glaube, das weiß er schon, aber der kann halt gut den Schalter umlegen, zwischen wann muss ich konzentriert arbeiten und wann kann es auch ein bisschen humorvoll zugehen. Kjell Riedel macht weiter. Die Frage war gar nicht so als Kritik gemeint, sondern ich denke, Humor oder ein bisschen Humor gehört genau in dieser heißen Phase dazu, oder? Ich glaube, das habe ich schon die letzten Wochen gesagt. Es ist immer diese Mischung zu finden zwischen Spaß und natürlich konzentriert arbeiten. Also wenn wir natürlich nur draufhauen, dann wird es auch für die Spieler schwierig. Wenn natürlich eine Portion Spaß einfach dabei ist, dann ist es schon wichtig für die Spieler. Und ich glaube, jeder, der in seinem Job, wenn man keinen Spaß hat, kann man nicht alles abrufen von den Leistungen. Also von daher geht es auch, diese Mischung zu finden. Also natürlich nur locker darf es auch nicht zugehen, sondern es muss die berühmt-berüchtigte Mischung sein, damit man dann auch bestmöglich dann ins Spiel gehen kann. Gibt es weitere Fragen? Dann haben wir die berühmt-berüchtigte Mischung, die wir brauchen und sagen Glück auf und auf Wiedersehen bis Sonntag 13:30 Uhr im Erzgebirgsstadion Aue.